Grüezi miteinander, hier zeige ich Ihnen von Renz die neue Wunderwaffe, der Renz Wire Go. Das Gerät gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal mit 3:1 Draht, das heisst 3 Löcher auf 1 Inch und natürlich auch im 2:1 Draht, also 2 Löcher, das ist dann für dickere Büchle geeignet. Schauen wir das Gerät gerade mal schnell an, wir haben hier den Papieranschlag, den kann man genau einstellen auf A4, A5. Machen wir gerade mal eine Musterbindung, dann nehmen wir hier ein bisschen Papier, eine Folie für vorne drauf, das ist ein 0,2er, die liegt ganz schön in der Hand und einfach einen neutralen Karton für hinten drauf. Sie wissen ja schon, den Karton immer ohne zu drehen oben drauf tun für eine Bindung, weil man es nachher wieder rundherum schlägt. Wissen wir jetzt noch nicht genau, welcher Draht das hier geeignet ist, dann haben wir hier bei der Renz Wire Go so einen Deckel, der ist mit zwei Magneten ganz leicht drin hineingehängt. Und hier können Sie einfach so auf der Seite das Büchlein herheben und dann sehen Sie eigentlich, ist schon der kleinste Draht wäre genügend. Jetzt fangen wir gerade mal an zum Stanzen. Wenn Sie stanzen, dann geht es ringer, wenn Sie den Deckel drauf lassen, weil dann liegt das Papier gerade schön drauf. Nehmen wir mal hier ein bisschen Papier gerade, tun es hier schön rein, Stanzschacht, schauen, dass der Hebel schön dahinten ist und einfach mal stanzen. So, das sieht sehr gut aus. Dann die Folie und den Karton, genau gleich. Einfach so rein. So. Und stanzen. Mal hier oben drauf tun. So, und dann mit dem Karton an die Tischkante legen. So schön. Und dann kann man hier den Draht einfach zwischen Daumen und Zeigefinger schön einfahren und fixieren. Jetzt nehmen wir das Deckel wieder weg. Dann haben wir hier so ein kleines Pfeil, das können wir schön einstellen auf 8 mm. Die Bindung mit dem Draht mit der offenen Seite nach unten schön hier drin hineinstellen. Dann ein bisschen andrücken und einfach so ein bisschen schliessen. Jetzt sieht man hier, es ist noch ein bisschen zu wenig zu. Das heisst, wir müssen hier noch ein bisschen verstellen, dass er ein bisschen mehr zugeht. Voilà. Dann einfach wieder so zusammendrücken. So. Ja, und jetzt sehen Sie, ist das perfekt schön sauber geschlossen. Jetzt den Karton rundherum schlagen und schon ist Ihr fixfertig gebundenes Büchlein parat. Die Abfallschublade haben wir hier auf der Seite. Sie ist zwar etwas kleiner, aber sie langt alleweil also für die Menge einfach zwischendrin einmal leeren. Jetzt, wenn Sie noch so eine Kalenderstanze haben und vielleicht noch einen Kalenderbügel, können Sie auch den A4, die lange Seite, als Kalender machen oder auch A3, den höheren Weg. Jetzt nehmen wir einfach beim A4 die kurze Seite, das wäre dann A5. Dann können wir das hier geschwind stanzen. Ja, und Sie sehen, hier ist es nicht auf beiden Seiten gleicher Abstand. Also das Maschinenli ist nur bedingt geeignet für A5. Für A5 empfehle ich Ihnen unbedingt ein Drahtbindegerät mit einzeln ausschaltbaren Messer. Das war also die kleine Vorführung von dem neuen Drahtbindegerät Renz Wire Go mit 3:1. Haben Sie noch Fragen? Schauen Sie auf der Webseite nach. Schreiben Sie mir ein E-Mail, rufen Sie mir an. Auch über Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Telegram gebe ich Ihnen gerne Auskunft. Das war es auch schon. Danke fürs Zuschauen und bis gleich.